Hi, ich bin wieder da mit einem neuen Video. Heute soll es um die Düfte gehen, bei denen ich nie großartig drüber nachdenken muss. Nur mit Designer-Düften. Ja, also Leute, die so Parfum-verrückt sind, sage ich jetzt einfach mal, die wissen, was ich meine, so mit Nische und Designer. Man teilt das irgendwie manchmal so ein bisschen auf, man unterteilt es in Drogeriedüfte, in Designerdüfte, in Nischendüfte und dann macht man sich so seine eigenen Kategorien irgendwie so aus allem, ne? Das ist einfach just for fun und aber was kein Fun ist, es ist halt wahr, also es ist das, was ich wirklich einfach so trage, ohne einfach einen Gedanken darüber verschwenden zu müssen, oh, passt das vielleicht oder ist es vielleicht unpassend oder ist es zu viel oder matcht es zu meinem Outfit? Das sind einfach Düfte, die passen bei mir einfach immer. So, und jetzt machen wir diese Information einfach, was du willst. Okay, ich fange an mit meinem momentanen echt Lieblingsduft. Also, es wäre der Devotion von Dolce & Gabbana. Das ist der neueste Duft von denen. Und also, ich muss sagen, Dolce & Gabbana macht wirklich, wirklich tolle Düfte. Also, selten, dass mir irgendeiner von denen nicht gefällt. Gut, ich habe jetzt natürlich nicht alle, aber es ist selten, dass ich sage, boah, nee, den will ich irgendwie gar nicht oder der gefällt mir irgendwie gar nicht. Einen gibt es, den finde ich ein bisschen zu süß, aber ja, ich verschwende nicht lange viele Worte. Es geht um Devotion. Der Sprüher ist schon mal herrlich und der Duft mindestens genauso herrlich. Wonach riecht der Duft? Er riecht nach gezuckerter Zitrone mit Vanille. Wir haben hier auch noch eine Orangenblüte in der Basis gelistet, nee, in der Herznote, meine ich, aber spielt auch keine Rolle, weil die spielt auch keine große Rolle in dem Duft. Es geht hier um Zitrone, Zucker und Vanille, für mich. Am Anfang, also im Auftakt, wenn du den gerade aufsprühst, frisch, dann merkst du halt wirklich extrem diese gezuckerte, kandierte Zitrone. Herrlich, also wenn du Zitrone liebst, dann ist es halt voll gut, nicht unbedingt, weil er ist halt süß und er hat halt noch diese Vanille, das heißt, er hat schon was Gourmandiges, das heißt auch im Umkehrschluss, wenn du Zitrone liebst, heißt es nicht automatisch, dass du diesen Duft liebst, weil der ist nicht ein frischer Duft, ja, das ist ein eher gourmandig, süßlicher Duft, für mich kann der halt irgendwie einfach alles. Weil der hat schon diese frische Zitrik im Auftakt, aber eine süße, frische Zitrone im Auftakt. Das gefällt mir, das macht ihn für mich so alltagstauglich und belebend, erfrischend und irgendwie so dynamisch. Dann im Laufe der Zeit wird er halt immer wärmer und noch süß-cremiger irgendwie, ne? Also der hat dann sowas Puddingartiges, Teilchenartiges, ohne dabei würzig zu sein. Und das finde ich halt gerade das Tolle daran. Viele vergleichen ihn ja mit Lyra. Das tue ich nicht, weil ich hatte das schon einmal gesagt. Ich mag Lyra nicht. Das ist nicht mein Geschmack, das ist nicht mein Duft einfach. Aber wie gesagt, dafür Devotion umso mehr. Der erinnert mich an einen Nischenduft von der Marke Acro, der Bake. Die riechen für mich sehr ähnlich. Aber wie gesagt, für mich ist der Devotion einfach nur herrlich. Der ist für mich jung, so süß, so lieb, so mädchenhaft, ohne kindisch dabei zu sein. Und das gefällt mir einfach unheimlich gut daran. Aber ich komme zum nächsten. Immer, jedes Mal ist es so, beim ersten Duft rede ich. Und dann denke ich mir jedes Mal so, bei Jasmin, komm doch auf den Punkt jetzt, ne? Aber gut, ich komme jetzt aber wirklich zum nächsten Duft. Es ist Hermès Eau de Mauve Bleu. Für mich ist das der schönste Hermès-Duft. Moment, ich sprühe ihn einmal.
Oh, das war nicht so ein schöner Sprüher gerade. Oh mein Gott, der ist einfach so classy. So, so classy. So, das ist wirklich ein Duft, der wirklich immer passt. Der braucht kein spezielles Outfit oder so. Du kannst auch in Jogginghose sein, du kannst in Jeans sein, du kannst mega elegant gekleidet sein, du kannst in einem Abendkleid sein, du kannst im Sommerkleid sein. Egal, was du trägst, er passt einfach immer. Immer. Der ist ein Duft, der immer passt. Ab einem gewissen Alter. Ich würde den definitiv nicht ganz jungen Frauen empfehlen. Also auf gar keinen Fall, wenn du unter 20 bist, auf gar keinen Fall. Alles drüber musst du gucken, ob das dann was für dich ist. Ne? Ja, die Duftnoten. Wir haben hier irgendwie was Grapefruit-artiges. Wir haben hier so mineralische Noten. Und auf jeden Fall eine geile Holzigkeit. Es ist ein frisch, herber, minimale Süße, aber ohne dabei süß zu sein. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, wie ich es meine, aber es ist einfach so. Der könnte auf jeden Fall unisex sein, also Männer und Frauen können den auf jeden Fall beide tragen. Der hat nichts explizit Feminines, aber auch nichts explizit Maskulines. Es ist einfach nur ein genialer, guter Duft für jeden Menschen. Der ist halt ultra classy. Der hat auch eine gewisse Cremigkeit. Der gibt mir ein hammergutes Gefühl. Ich fühle mich mit diesem Duft im Gegensatz zu Devotion sehr erwachsen, sehr reif, sehr weise, sehr fraulich. Obwohl er nicht so ein explizit femininer Duft ist, ne? Aber ich fühle mich trotzdem damit so angekommen, gesettelt, fertig, unaufgeregt, unspektakulär, einfach nur ruhig, entspannt. Das Leben ist okay, alles ist gut, es gibt keinen Stress, so, ne? Ohne dabei hippie-mäßig zu sein jetzt. Ja, das zu diesem Duft. Ich würde sagen, ich komme zum nächsten. Wieder etwas ein bisschen, ja, süßlicheres, und zwar ist es der Burberry Her von Burberry. Das ist auch ein ganz, ganz toller Duft, wie ich finde. Der riecht so gut, der riecht so sauber, süß, fruchtig. Sauber, süß und fruchtig. Der hat eine schöne, süße, niedliche Erdbeere, ohne dabei kitschig oder billig zu riechen. Im Gegenteil. Das ist eine ganz feine, pudrige, puderzuckerbestäubte Erdbeere. Ein bisschen synthetische Erdbeere. Also nicht die frische Erdbeere, die man so kaufen kann, sondern eher, ja, wie würde ich dir das sagen? Die getrockneten Erdbeeren. Wenn ihr die kennt, so da würde ich das eher einordnen, diesen Duft. So eine getrocknete Erdbeerchips mit Puderzucker, Moschus, das ist ein Wölkchen, das ist dabei trotzdem fein. Also trotz dieser ganzen Erdbeersüße und so wölkchenmäßig hat er trotzdem eine Eleganz. Und dieser Duft hat den gleichen Parfümeur wie Baccarat Rouge. Also es hat Tendenzen und es geht in die Richtung Baccarat Rouge, ohne Baccarat Rouge zu sein, aber es hat so eine leichte Tendenz und ich glaube, das macht den Duft dann auch ein eher classy als irgendwie kindisch oder günstig oder so, ne? Auch die Haltbarkeit von diesem Duft ist schön, der lässt einen nämlich irgendwie gar nicht im Stich. Und das ist halt auch dann manchmal ganz nett. Auch bei jeder Temperatur sehr gut tragbar, so wie alle diese Düfte, die ich dir heute zeige, die brauchen kein bestimmtes Wetter oder so, ne? Die sind einfach immer gut zu tragen. Man könnte auch eigentlich sagen Signature-Düfte. Ohne dass sie meine Signature-Düfte sind. Aber ich kann einfach immer zu ihnen greifen. Ich komme zum nächsten Duft. Und das ist auch ein wunderschöner Flakon, wie ich finde. Es ist nämlich der
J'adore d'eau. Das ist ein Duft. Okay, ich muss mal gucken. Ja, oh, Leute, das ist herrlich. Oh. Herrlich. Clean Girl Aesthetics lässt hier grüßen. Ich sag's euch, das ist wirklich ein sauberer, leichtblütiger, cremiger, pudriger Duft. Ganz dezent, ganz leicht, mit einer guten Haltbarkeit. Vor allem aber das Tolle an diesem Duft ist nicht nur der Geruch selbst, sondern dass er alkoholfrei ist. Und somit kannst du ihn halt bedenkenlos auf dein Haar auftragen, auf deine Haut, auf deine Kleidung, halt mit einem gewissen Abstand, dass du keine Flecken drauf machst, weil der kommt nämlich, ich sprühe mal, da, genau, sieht man, ne? So, den kannst du einfach so verreiben, auch wie eine Creme, das tut dem Duft gar nichts und du riechst einfach ganz, ganz gepflegt. Ja, das ist auch so ein Duft, der halt für mich wie so eine ganz luxuriöse Gesichtscreme, ohne zu stark beduftet zu sein. Der gibt mir ein Gefühl von Wellness, von Ruhe, von Sauberkeit, von einfach so angenehm, wisst ihr? Also du riechst gut, ohne extrem nach Parfum zu duften. Und das finde ich manchmal auch eben ganz nett. Also ist ein Duft, den kannst du halt einfach nehmen und losgehen. Ich komme zum letzten Duft. Und das ist auch wieder ein wunderschöner Flakon übrigens. Wartet mal kurz. Ich mache einmal kurz mit meinem Pullover ein bisschen sauber. Okay. Hier, guck mal. Ich finde das so cool gemacht. Ja, schön. Das ist halt ein Garn. Ist auch ein Designerduft und zwar Talbot Roenhoff, der Purple Cotton. Ich habe von Talbot Roenhoff 3 Düfte und alle 3 finde ich wunderschön. So, wir kommen mal jetzt aber erstmal zu dem. Hat einen sehr schönen Sprüher, finde ich halt auch nicht unwichtig, ne? Also wenn man schon so viel Geld für einen Duft ausgibt, dann will man ja auch irgendwie, dass der vernünftig irgendwie sprüht und nicht da so rausgespritzt kommt einfach nur. Okay, Purple Cotton riecht einfach nach reiner, sauberer, weißer Wäsche, okay? So, der hat was Trockenes an sich. Er hat eine schon präsente Birne im Auftakt, ja, diese Birne. Wenn du die einmal verstanden hast, wie die riechst, dann wirst du die immer und immer wieder überall rausriechen, weil die einen extremen Wiedererkennungswert hat. Die ist halt, das ist wie so eine eingelegte Birne. Die ist schon süßlich, aber die verfliegt, ne? Die gibt dem Ganzen nur das, was es halt braucht, dass es nicht zu nüchtern ist und alles miteinander verwoben ergibt halt diesen wunderschönen, sauberen, cleanen, angenehm, leicht süßlichen, frischen Duft, ohne dabei zitrisch zu sein. Und das finde ich ziemlich cool. Also das gefällt mir. Der ist classy, der ist schön, der ist angenehm und unkompliziert. Unkompliziert. Aber dennoch, durch die Birne, denke ich, muss man den vorher auf jeden Fall gut getestet haben. Ne? Also da bin ich mir nicht sicher, ob den wirklich jeder direkt so toll findet, ne? Weil wegen der Birne. Das muss man ausprobieren, ob das einem zusagt oder nicht. Es gibt ja einige Düfte mit Birne, das ist jetzt keine ganz seltene Duftnote, aber man muss es eben testen. So. Meine Lieben, das war es mit meinen Go-To-Designer-Düften. Aber ich habe noch einen Duft hier. Ne? Den habe ich mir, wann habe ich mir den geholt? Vor nicht allzu langer Zeit habe ich mir diesen Duft geholt, weil ich hatte zigmal eine Probe davon bekommen. Und dachte mir so, was soll ich mit diesem Duft? Warum kriege ich dauernd eine Probe davon? Ist es paradox? Das normale Eau de Parfum von Prada. So, ich habe mir den Duft geholt
Warum? Weil ich habe diese Proben immer wieder, ich habe aber nur 30 Milliliter, ne? Ich habe mir diese Proben immer so angeguckt und dachte mir so, ne, brauche ich nicht, will ich nicht, gefällt mir nicht, riecht mir zu langweilig, zu 0815. So, das tut er tatsächlich immer noch. Aber ich habe den halt immer wieder dann einfach mal so just for fun auf meinen Handrücken aufgesprüht und dann immer wieder halt dran gerochen. Ne? Der Auftakt ist so ein richtig für mich, ne? Ein richtig typischer Designerduft, der mich langweilt. Ja, total. Also ich finde ihn ultimativ Standard. Also der stinkt nicht, ne? Keine Frage. Sonst hätte ich ihn mir ja auch jetzt nicht gekauft. Aber der riecht halt einfach so normal, so basic, so einfach nur gut und fertig, ne? Und dann habe ich mir den halt immer wieder so gerochen. Und als er runtergetrocknet war, Leute, dann fand ich ihn irgendwie doch so schön, ne? So herrlich unkompliziert, so weiblich, so normal, so... So normal einfach, so normal gut. Ich weiß nicht, wie ich es euch anders sagen soll. Er hat mich irgendwie beruhigt. Ne? Nicht, dass ich jetzt immer aufgeregt wäre oder so, aber der hat mich irgendwie so von meinen Vorstellungen irgendwie so ein bisschen runtergeholt einfach. Ne? Und ja, der ist halt mega fruchtig im Auftakt, aber wie gesagt, der Dry Down gefällt mir. Der ist nämlich, ihr könnt raten, welche Duftnote so präsent ist. Es ist Orangenblüte. Orangenblüte und Vanille. In ganz normal, in ganz unaufgeregt und nicht krass und nicht stark und alles ganz ruhig, ne? Aber irgendwie fand ich das dann wieder doch so schön, so, ich wollte es dann haben. Ja, und dann habe ich es mir halt einfach gekauft. Also, kann ich diesen Duft empfehlen? Ja, kann ich. Also es spricht nichts dagegen, diesen Duft zu besitzen. Ne? Ist es jetzt was mega Ausgefallenes, Spezielles, was man noch nicht kannte oder was irgendwie innovativ ist? Nein, ist es nicht. Aber es riecht gut und der Flakon ist schön und das macht Spaß. Ne? Es ist schön, wenn du davon zum Beispiel jetzt der 30 ml ist halt voll mickrig irgendwie. Ne? Der ist jetzt nicht so geil, ne? Aber wenn du zum Beispiel 50 Milliliter davon hast oder 90 oder 100, was die da haben in ihrer größten Größe und das steht bei dir auf dem Schminktisch oder in deinem Schlafzimmer oder sonst wo, wo du deine Düfte halt hinstellst, dann ist das cool, dann macht das Spaß, dann ist das irgendwie schön, ne? Ist halt Prada. Und ich finde den Flakon hübsch gemacht. Also von daher, mach, worauf du Lust hast und ganz ehrlich, gib nichts drauf, wie andere das empfinden oder so, sondern mach einfach das, worauf du Bock hast. Und auch in dieser Parfum-Community muss man nicht immer so viel drauf geben, wenn Leute sagen, oh nee, das ist mir zu Standard und so. Habe ich ja auch gerade gesagt, aber kann dir ja auch wurscht sein, ne? Also, der ist trotzdem schön, es ist trotzdem ein guter Duft und deswegen. So, jetzt habe ich wieder genug gequasselt. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nach unten. Ist auch in Ordnung. Denk daran, ich bin offen für Kritik, aber keine Beleidigung, wie immer. Und ja, bis zum nächsten Mal.